Eine 1250er GS, erster Roadtrip und schon 7000 Kilometer. Schaut ein bisschen wild aus. Aber gut. Starten in New Engine. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag, dass wir Abschied von Bretagne nehmen. In allererste möchte ich mir bei alle, die mir die Gelegenheit gegeben haben, bei ihnen zu übernachten. Christelle, Marie, Mami Tempête natürlich. Die zwei große Damen. Merci, merci, merci. Natürlich auch Kathi und Gise. Hat mich sehr gefreut. Merci beaucoup. Sehr gefreut, dass ihr da uns mit Köstlichkeit versorgt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Danke an diese Gruppe. J'ai dormi chez un motard. Ou j'ai hébergé, ou j'héberge un motard. Es geht jetzt nach Hause, Richtung nach Hause. Und heute fahren wir nach Le Mans. Und ob die heute etwas zum Sehen haben, schau mal. Temperatur haben wir momentan 18 Grad plus. Sehr schön, sehr beeindruckend. Die Landschaft ist unvergleichbar. Es gibt keine... Man glaubt, man kann glauben, dass wir ein bisschen in Irland sind. Diese raue Landschaft, ich finde das so wunderschön. Thank you.
Saki schluckt gern. Eine kleine zuckersüße Überraschung. Ich befinde mich genau beim 24 Stunden von Le Mans. Auf die Rennstrecke. Das ist Go-Kart, das wollen wir nicht. Ist alles abgeschirmt, dass man von außen nicht sieht. Aber schauen wir mal, vielleicht kann man da rein. Therapie. And 20 days lost without a friendly face, no reflection from my soul, emptiness is rising tall, calling to my brighter side, wishing for a place to hide, a place to leave the dark in me. And
Leute, ihr kennt bestimmt die Geschichte von der Jungfrau von Orléans. Ich bin hier. Diese Kathedrale. Also, sehr, sehr beeindruckend. Der Wind ist heute ein bisschen stark und kühl, aber diese Kathedrale, und man glaubt es kaum. Tolle Aussicht.
auch ein Ziel, was ich unbedingt sehen wollte. Weil die Geschichte von der Jungfrau von Orléans, was hat denn gesagt? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, die Jeanne d'Arc. Ja. Die hat sehr viel bewegt in mein Gedenken an die Kathedralen und so weiter. Und ich mag das. Ja, ich befinde mich jetzt innen von der Kathedrale. Es ist richtig, richtig beeindruckend. Dieses Gebäude ist einfach phänomenal. Ich zeige euch jetzt ein bisschen von der Mitte her. Also, ich bin so ganz klar beeindruckt. Komme ich in die Mitte und schaut euch das an, Freunde. Allein die Orgel. Da hinten. Und jetzt. Schaut sie mal an. Die haben damals was gebauen können. Einfach Wahnsinn. Kathedrale. Da parken wir aber genau da immer. Ja, schaut euch mal das an. Also die haben damals was bauen können. Das ist ja gigantisch. Wieder mal ein Turm fällt. Ist nicht weitergebaut. Kathedrale de Troyes. Mit seinem kleinen Altstadtzentrum. Fantastisch. Und jetzt gehen wir rein. The time is over. Der Buddy fährt nach Hause. Und wir sind jetzt gemeinsam. Mal schauen. 8 Kilometer und heute regnet, jetzt regnet es wieder. Hallo. You by my side. 4400 Kilometer ungefähr. Unsere Reise. Hey, Buddy. Alles mit Broschen. Ja. En Autriche. Für den nächsten Roadtrip. Ja. Nach Istrien. Nach Pula.
Aber bring nächstes Mal besseres Wetter mit. Weil er fährt nach Straßburg und ich fahre nach andere Richtung, Richtung Mühlhausen. Und morgen geht es wieder nach Österreich. Also, ja, die Zeit ist gekommen. Und das neigt sich zu Ende. Why don't you stay, oh stay, 'cause I could read.